Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von BF in Dev. Wieder mit dem Fels. Hallo. Jo, und heute testen wir erst einmal die Kürbisknarre. Und zwar, die hat 25 Schuss im Magazin, 277 Schuss extra noch. Und dann testen wir mal den Rückstoß auf 5 Meter. Oh, ist eigentlich ziemlich gut. Der geht ja sogar noch, ja. Ist vollkommen okay. Am Anfang ist das Fadenkreuz schon fast komplett zusammen. Aber dann springt es dann doch ziemlich weit auseinander, wenn man schießt. Dann ja, machen wir mal auf 10 Meter. Oh, das ist auch noch vollkommen ja. Okay. Also. Ding eigentlich auch okay, ja. Ja, es geht noch. Schauen wir mal auf 25 Meter. Okay, das geht tatsächlich noch. Ich muss dazu sagen, es sind wirklich nur 25 Schuss, also da kannst du nicht viel daneben schießen. Und die Waffe ist Max-Up, oder? Jo, natürlich. Oh, shit. Das passiert auch irgendwie jede zweite Folge. Naja, ist ja nicht so schlimm. zwei Schuss habe ich dir schon draufgehauen. Bleib mal kurz stehen. Und scheiße Premium an. Ja, okay, dann machen wir nochmal. Ja. Jetzt hier. Gut, dann also jetzt. Das waren nur 8 Schüsse. Verdammt schnell. Alter, das war ja mal krass. Dann mache ich mal hier so aus bisschen Distanz. So, von hier bleibt man stehen. Okay, ich habe am Anfang 2 schon geschossen davor. Also, ja, okay, genau, mit einem Distanzwaffe ist es nicht. Mit einem Magazin habe ich dich auf das gezogen. Jetzt gehe ich mal ganz weit weg. Schauen wir mal, ob da überhaupt noch irgendwas geht. Aussehen tut sie eigentlich ganz nice, finde ich. Wie sieht die von außen eigentlich aus? Sieht schon ganz cool aus, nur ich persönlich finde irgendwie, dieser Kürbis da auf der Waffe ist mir zu groß, der verdeckt mir irgendwie zu viel von der Sicht. Okay, ich finde, bei der Kürbisknarre geht es tatsächlich noch, anders als bei der Mephisto-Knarre, die finde ich viel zu groß. Boah, wie viel Leben hast du noch? Ein HP. Also das zähle ich als tot. Ja, okay, also sie geht auf die Distanz sogar einigermaßen, aber nur wenn der Gegner sich nicht bewegt, also jetzt wenn er sich mal bewegt. Dann habe ich hier gar keine Chance. Ich denke, wenn ich ja noch Warbeat an hätte, würde sie gar nichts treffen. Ich treffe auch so gar nichts. Naja, ich habe nur noch 50 Leben. Nur noch 22. Nach 3 ganzen Magazinen. Ah, jetzt. Ich habe jetzt 4 Magazine gebraucht hier aus 50 oder warte, 10, 20, 30, 40. Aus 60 okay. Metern Entfernung. Wie viele Punkte gibst du der Waffe? Ja, ist ziemlich schwer, ist auch wieder eine leichte Waffe, hat sie wieder viel Konkurrenz. Ich würde ihr tatsächlich dann doch 9 von 10 Punkten geben. Echt so viel? Okay. Ja, weil also ich finde, man kann mit der richtig geil spielen. Viele mögen die ja nicht so gern, aber ich finde die irgendwie ziemlich geil. Ich persönlich würde ihr echt 9 von 10 Punkten geben, wenn sie Max Up ist natürlich. Ich habe die normale nicht getestet, aber hier die Max Up ist echt ziemlich nice. Und ja, dann würde ich sagen... War es mit dieser Waffe? Die gibt's mittlerweile gar nicht mehr zu kaufen. Ja, das war nur wegen dieser Walpurgisnacht. Vielleicht gibt's ja ein Halloween-Video, werden wir ja sehen. Und dann würde ich sagen, war es mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.